Sagst du was? Sag ich was? Wer sagt dir was? Wer weiß das schon? Jetzt sie da draußen. Ich mach mal das Ding hier auf. Folge 5. Flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Das geht ja schon super los. Ja. Also Folge 5 von Layers of Fear, das Remake. Und anscheinend langsam kommt ein bisschen zumindest Verständnis in die Story. Also siehst du, hätten wir die zwei Schritte auch noch gehen können für das Kapitel. Er will wohl irgendwie ein ganz besonderes Kunstwerk schaffen und sammelt dazu organische Teile. In Kabinett 1 hat er ein Stück Haut benutzt als Leinwand und jetzt hat er einen Knochen besorgt sich und macht daraus eine Grundierung. Hat er seine Frau auf dem Gewissen und macht aus ihr ein Bild? Das weiß ich nicht mehr genau. Es könnte sein... Wenn er den Knochen besorgt, dann braucht er ja nicht... Ich weiß es nicht mehr genau. Hass selbst jetzt verloren alleine, du verdienst es, ein Grab für dich. Beende es. Sind denn die Teile des Spiels chronologisch? Also spielt man jetzt erst Teil 1 komplett und dann spielt man noch so ein Zwischenkapitel vielleicht und dann den zweiten auf dem Schiff? Also man spielt auf jeden Fall Teil 1, dann spielt man wahrscheinlich wie heißt es, von der Tochter? Inheritance. Inheritance. Ich weiß nicht, ob dann dieses neue Zwischenkapitel kommt. Ich weiß nicht mehr, auch ein Künstler. Und dann kommt quasi Layers of Fear 2, wo es kein DLC für gab und wo jetzt auch kein, glaube ich, neuer DLC zugekommen ist. Und zwischendurch wirst du ja wahrscheinlich immer wieder zu der Autorin zurückkommen. Naja. Gehst du durch. Also laut How Long to Beat 9 bis 13 Stunden insgesamt, so wie wir spielen, 90 bis 13.000 Stunden ungefähr. Mal sehen. Das ist jetzt Kapitel... Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Das ist auch wieder ein Bosch. Das dürfte jetzt Kapitel 3 in der Geschichte des Malers sein. Ja. Oh, schau mal, hier ist auch wieder was... faul. Rausgerieselt oder so, ja. Dr. Med Henry Marvin, Beziehungsberater, Telefon 225 East 5th Street, 3. März, dieses Mal gehen wir wirklich. Also, Eheberatung ist immer noch ein Thema. Siehst du auch, dass das Haus immer zerfallener wird? Also selbst dieser Startraum. Ui. Oh, das sieht cool aus. Aber neu gefliest. Oh, ey, die Fliesen sehen aber auch... Also das sieht so geil aus. Also sehr ich mich über so manche kleine fehlende Sachen ärgere. So geil ist das... Oh, schau mal, hier ist sogar... Das ist eine Art Katzentatzen. Und ein Hämmerchen. You furry leeches. Get out of my house. Der Katzen gejagt. Katzen sollte man sich nicht zum Feind machen. Obwohl das ja eher aussieht wie so ein. Das sieht ja eher aus wie so ein. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das sieht eher aus wie eine Ratte oder soll das eine Katze sein? Das ist komisch. So, jetzt erstmal noch einen schönen Schluck. Honey, it's your favorite. Come, sit with me. Like in the old times. 1920er Chianti. Und dieser 76er Chateau wird ja normalerweise eisgekühlt serviert. Was denkt ihr, was wir sind, Tiere? es fließt ein bisschen zu flüssig fast, ne? Ja, hyperfluid. Aber ich finde es trotzdem, also ich finde es in Ordnung. Von da. Vielleicht nicht ganz Half-Life Alyx, aber das ist schon gut. Aber hier ist wieder das Was ich ganz interessant finde, ist, dass sie immer noch keine... Also von der Lichtquelle, die du rumträgst, immer noch diese Doom-Schatten haben. Das sind immer noch keine echten Schatten. Ja, ja, das sind diese hintergeklebten Schatten. Genau. Hinter das Objekt geklebte Schatten. Also es sind keine. Das ist wahrscheinlich. Oh, jetzt heißt es. Es ist nicht wie zum Beispiel Uncharted oder auch The Last of Us, die Schatten macht. Weil die machen die Schatten richtig. Und ich glaube,
glaube, Resi macht das auch. Jetzt haben wir Doom gedisst. Jetzt hat John Carmack gleich das Licht ausgemacht. Naja, besser als Dying Light 2, was einfach sich ganz graus lässt. Schau mal, jetzt ist hier so ein Bild, was mal weg. Laser. Neuer Weg geschaffen. Blood is the god of water. Wow. Ah, Uwe Barschel. Ah, nee, doch nicht. Everything I touch breaks. Ich glaube, das ist eine Referenz, die vielleicht unsere jüngeren Zuschauer... Er sieht auch aus wie Uwe Barschel. Schau doch mal ins Spiegel. ...nicht mehr verstehen. Also ja, selbst wir müssten das nicht unbedingt verstehen. Also selbst, das war sogar vor unserer Zeit. Ich war 8 Jahre alt. Da gibt es eine geile Doku auf RTL Plus gerade dazu. Vierteilige. Kann man sich anschauen. Das ist der absurdeste und krasseste Polit-Thriller aus deutschen Landen überhaupt. Gibt zurzeit eh viele gute Polit-Thriller-Dokus. Auf Netflix. RTL Plus? Ja, RTL Streaming-Dienst. Also RTL früher gab es doch mal ein RTL Plus, was eher so wie so eine Art Kindersender war, oder? Nee, du meinst Super RTL. RTL Plus gibt es auch jetzt noch. Das ist so ein bisschen so ein Nebensender von RTL. Aber RTL Plus heißt auch das Streaming-Angebot. Und da gibt es die Barschel-Doku. Kann ich nur empfehlen. Okay. Für True-Crime-Fans, das ist echt Wahnsinn. Vor allem ist auch gut strukturiert, dass du mit jeder Folge immer noch mehr denkst, das gibt's doch. Das ist ein solid undercut. A primer that will hold it all together so it doesn't rot. Die Roboter-Doku kann ich auch empfehlen. Jetzt nochmal kurz ein Sidestep hier. Gibt's auf Netflix, auch sehr interessant. Die welche? Roboter. Über Detlef Carsten Roboter, als der erschossen wurde. An 91. Das sagt mir gar nichts. Treuhandchef Roboter wurde abgeknallt. Ach so, ja, da siehst du, da hätte ich den Namen zum Beispiel gar nicht mehr gewusst. Ja, den haben sie 91 erschossen in Düsseldorf. Und wer das war, da hieß es ja lange, es sei die RAF gewesen, spricht aber auch viel dagegen. Auch hochinteressant, gerade dieses wie... Also ostdeutschen Freunde und Mitbürger einfach so beschissen wurden damals um alles. Wow. Ja, genau so nämlich. Alter, das ist schon. Also allein diese Szene jetzt hier sieht halt wirklich aus wie vorgerendert. Mhm. Das ist schon der Wahnsinn. Da können wir uns auf viel freuen in den nächsten Jahren. Ja. Und wir werden uns auch sehr schnell an viel gewöhnen. Das merke ich jetzt bei dem Spiel hier schon. Ich glaube aber, das Staunen bleibt noch eine Weile. Ach, ich staune heute noch sogar bei manchen alten Spielen. Also, ich glaube, das wird nicht so schnell vergehen. Wow, okay. Ja. Holla. One-Way-Ticket. Jetzt. Es ist ja schon recht linear, oder? Also klar, unterschiedliche Enden. Ja. Letztlich gehst du quasi immer durch die Tür, die offen ist, und dann ändert sich der Gang und dann gehst du halt durch die nächste Tür. Oh, wow. Ja. Wow, geil. Das sind Vorhänge. Was ist denn das da hinten? Oh Gott, wer kommt denn da? Das ist die Mutti, oder? Ja, das ist die, die wir in der Demo schon mal bekommen haben. Oh. Wow! Oh, scheiße, die kommt schneller. Lauf schnell, lauf weit, lauf die hier zusammen wieder 4000. Wow. Oh. Alter, ich hab voll die Gänsehaut. While I can certainly understand that you are upset and I have nothing but sympathy for your wife and yourself. I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for you. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress as of late.
and thus I will not press charges if you refrain from any further correspondence. Let me make it absolutely clear that I will not tolerate any further threats aimed at my staff, my family, or myself. If you wish to seek psychological help, I can have my assistant provide contact information for several specialists who would be more than competent to help you get through these hard times. Also sie hatte offensichtlich Nachbehandlung, wahrscheinlich nach dem Feuer. Mhm. Aber es hat wohl nicht so funktioniert, wie sie sich das erhofft haben. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten, oder? Ja, was heißt erhofft? Die haben wahrscheinlich getan, was sie konnten. Ich glaube, der hintere Raum wird der kleinere. Und er ist aber nicht zufrieden. Also er möchte halt nicht mit dieser entstellten Frau mehr zusammenleben wohl. Cleaning this house is a nightmare. We don't even use the fireplace that often, and ash is everywhere. Damn ash! I'm terribly sorry for your inconvenience, but we've seen no fluctuations of power in your area. And see no issues in the neighborhood. And since you didn't allow entry to our electricians, we cannot help you in any way. Okay, also bei ihm schwankt der Strom, aber er will sich nicht so wirklich helfen lassen. Da war noch eine Tür. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen, okay, wo gehen wir lang, wo gehen wir nicht lang? Wird uns schon leiten. Das könnte jetzt hier. What if you fail? Was, wenn du scheiterst? Okay. Das ist wieder dieser. Ja. Oh. Da ist auf jeden Fall ein Safe. Oh ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass es. So, gleiches Safe. Und Zahlenkombination. Das ist aber, ja, müssen wir erst noch finden. Das Holz steht alles auf dem Kopf, ne? Ja. Es stand auch schon das. Ja, also steht es auf dem Kopf. Shattered Thoughts. Okay. Was, wenn er irgendwie versucht hat, wenn es schon so nicht ging, seine Frau irgendwie magisch wieder zu beleben oder so Dorian Gray-mäßig sozusagen ein Bild zu malen von ihr? So viel Effort in dieses Bild reinzupacken, was weiß ich, dass sie dann wieder die Alte wird oder irgendwie sowas. Also das weiß ich ehrlich gesagt alles gar nicht mehr. Ja, jetzt kommt hier eine Kombination. Jetzt aber haben wir auch Kombination. Nur links, rechts, links. Schau doch mal auf den Safe jetzt nochmal, der müsste jetzt am Boden eigentlich. Nee, hä, wo war denn der nochmal? Der war ja vorhin am Boden, dann müsste er jetzt irgendwie oben sein. Some paintings defy simple words, let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such painting. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art marathon of a not very well-adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous. Das klang eben gerade, als sei es von einer KI-Stimme vorgelesen. Mhm. Ganz merkwürdig. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Jetzt dreht sich das wieder. Ah, okay, genau. Durch den Lichtschalter. Genau, und dann ist jetzt hier der Safe. Jetzt ist nur die Frage. Ach, jetzt klebt auch die Kombination dran. Komischerweise. Ach so. 10, 70, 90, aber links und rechts, das heißt, du musst umgekehrt denken. 10. Ach so, ja, okay. 70. 90. Na gut. Und da ist es. Achso, jetzt muss ich wieder. Lichtschalter. Tisch. Tür.
Ui. Okay, da geht's nach unten. Was haben wir hier? I can put it between the books. He'll never find it there. Man merkt auch, dass sie jetzt mit links schreibt oder mit ihrer nicht gewohnten Schreibhand. Das ist zu kritzelig, ne? Ja, wahrscheinlich, weil sie... Guck mal, jetzt gehen wir nach oben und unten. Gehen wir erstmal nach unten. Sind wir gewohnt. Jetzt gehen wir noch weiter nach unten. Hä? Du bist nicht weit gekommen. Okay, warte mal, ich mache noch einmal die Runde drin und dann gehen wir nach oben. Nur sie sicher gehen, dass das hier quasi immer dasselbe. Ja. Ja, okay. Nee, dann gehen wir nach oben. In der Hoffnung, dass es irgendwas verändert. Naja, bestimmt. Ist doch immer so ein Spielchen. Schau mal, schon anders jetzt hier. Das kann schon gar nicht sein. Obwohl, nee, nach oben könnt ihr ja immer noch. Ich hätte jetzt gerechnet, damit gerechnet, dass da eine Tür kommt. Aber hier, schau mal, hier wird es jetzt. Also einmal hier und einmal hier. Jetzt gehen wir aber erstmal hier in den Raum. Also siehst du, jetzt sind wir eine Etage tiefer. Einmal hochgelaufen. Achso, jetzt kannst du was wegfahren. Das ist wahrscheinlich jetzt, was sie zwischen den Büchern versteckt hat, hat sie ja gesagt. Aber nur Collectible. Das war noch nicht das Richtige. Es sind aber auch noch mehr. Hier ist noch eins. Hier ist auch noch eins. Hier, na. Ja. Ob das immer beim letzten auftaucht? Kann sein. Oh, warte mal, bevor ich da lang gehe, gehe ich nochmal kurz den anderen. Den anderen Weg, weil jetzt habe ich einen Schlüssel und jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn ich hier hochgehe. Mein Tipp, du kommst wieder da raus, ja. Okay. Na cool. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Nicht zu spät umzudrehen. Aber da braucht man Schlüssel für. Telefon. Wenn er sagt, es ist nicht zu spät umzudrehen, warte mal, will ich mal kurz zurückgehen. Nee, das ist aber verschlossen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das dann irgendwie vielleicht ein anderer Weg ist. Ui. Oh. Kann ich aber auch nicht wegbrennen. Okay. Aber wir kommen dem Telefon näher. Look at him. Wading through ashes. Such determination. Such blindness. Jetzt ist hier schon mehr Asche und kein Telefon, was in der Luft schwebt. Ah! Da war das Telefon. Warte mal kurz. Ach, guck mal, wahrscheinlich sind wir eben da oben lang gegangen und jetzt hier. Ah, und auch noch ein Schlüssel. Talk to me! Why won't you talk to me? You promise! You deserve this. All of it. All of it. Oh, jetzt kommt Shoda an. Aber damals schon ein schnurloses Telefon. Hätte man nicht gedacht. Mhm. Aber hier ist Schluss. Ach guck mal, jetzt funktioniert auch das. Und die Waage ist anders. Da müsste jetzt eigentlich der neueste... Ah ne, doch nicht. Lassen wir die Kurve. Was mit der Ratte? Floaters. They clog the drains. Fur in the water. No baths for me. Ich glaube, die Frau... Oh, ich bin eine Tasse im Schrank. Die haben sich wahrscheinlich... ...zu einer Tugend macht, wie Django Reinhardt und noch eine viel berühmtere Musikerin wird und eine neue Art des Spielens erfindet mit nur einem Finger.
I'm not like her. I won't let go. I won't let my passion decay. I can't. I would never. I will finish it. Die haben sich wahrscheinlich aneinander kaputt gemacht. Oh Gott. Ich werde bescheuert, ey. Jetzt kommt so meine Freundin hier hoch. Steht halt mitten in der Dunkelheit. Bist du verrückt? Ich sterb doch bei sowas. Gott, jetzt, das Coole ist, ich habe ja Gott sei Dank unsere Cam hier. Das heißt, wenn jetzt hinter mir irgendwie ein Kind oder jemand steht, dann würde ich es im Screen sehen. Aber auch ehrlich gesagt habe ich auch darauf keinen Bock. Das Gute ist, dass die Treppe so laut ist. I am to be honest. I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter, and while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, out of respect for you and your wife, I have examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with patients who have suffered burns. Scroll mal noch mal kurz hoch, bitte. Ich würde gerne, aber es ja, scheiße, es ging nicht. Also schade. Kann man jetzt gar nicht mehr anschauen. Ob irgendwo eine Dings ist. Vielleicht hängt er dann an der Wand, der Zettel bei den ganzen Collectibles. Kann sein. Transkription. Achso, ja, nee, das haben wir schon. Aufzeichnungen lesen, warte mal. Nee. Ja, das, ich wollte gar nicht so weit runterrollen, der hat es dann irgendwie automatisch gemacht und ich konnte nicht mehr hoch. Das war ein bisschen. Na, jedenfalls hat er wohl 17 andere Ärzte konsultiert. Und sie hat ein freakish Grin. Wow. Und wohl so Zuckungen. Creator's Block. This thing, this family won't work if you keep undermining me, it will break apart. Ist die Decke tiefer geworden? Wirkt ein bisschen so, ne? Oder? Oh. Oh. Guck mal das. Wow, scheiße. Hast du gesehen? Was? Nee. War da jemand? Da. Ach so, ja, oh Gott. Shit. Wow, fuck. Oh. Das ist, jetzt sind wir wieder in einem anderen Raum. It's all your fault. Er ist immer noch verschlossen. Guck mal, hier in dem Gang waren wir schon. Oh. More firelight. Da ist sie. Oh, da ist sie. Alter, was ist das? Scheiße. You put more and more locked doors between us, but it's my drinking that ruins the family. Immerhin kann man in beide Türen nicht rein, wo sie war. Oh. Mr. Freeman. Rise and shine. Hey. Boom. Schau mal, das ist doch ein bisschen mehr, oder? Alter, das Klavier hört auch nicht auf, hier rum zu dancen. Das ist doch eher sicherlich, oder? Vielleicht. Es sieht so ein bisschen. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Bild, was nicht ganz zu diesen ganzen echten Gemälden passt. Ja. Ist gerade die Leiter verschwunden? Nee. Wirkte nur so. The thing she could do with the piano. In the right hands, it's the most powerful instrument. It can break any man. Ja, das ist halt auch richtig verkettet, ne? Mhm.
Schau mal, genau. Die Decken sind normalerweise höher. Wow. Ja, ja, weiter über den Lampen, ne? War der, ja, und also hier ist die Decke wieder höher, weil die war jetzt eben gerade, war sie ungefähr auf der Höhe von den von diesen Holzläufen hier oben. Also in diesem Gang, wo das auch so ein bisschen gebröckelt hatte. Und so hoch waren sie, glaube ich, normalerweise. Aber das stimmt, die Lampen hingen tiefer. Aber hing der Tisch auch schon an der Decke? Da würde ich jetzt nicht drauf wetten. I need the fire. The lamps are so cold. Nice, Schloss. Okay, also Augen aufhalten nach einem, nach einer Kombination. Fünf. 4, 3, 2, 1. Okay, da hinten ist wieder das lustige Klavier und... What? Da ist ein Glöckchen rechts. 3, 5, eigentlich kannst du sie jetzt schon lösen. Ja. In the end, this was the only instrument she could play. The only music this family could accept. Aber das klingt ja eher so, als sei sie gestorben, also nicht umgebracht worden. Oder er hat sie dann am Ende... Sollen wir mal eher versuchen, ob wir das einfach aufmachen können, bevor sich der Raum jetzt hier wieder verändert? Naja, such doch die dritte Zahl auch noch schnell, oder? Dann, ich meine, die wird ja auch hier in der Nähe sein. What? Da. Schau mal, sind wieder Sachen an der Decke. Ja. Where are the servants? Did he... Oh, no. No, what am I thinking? Da, 3, 8, 5. Ja, das klang jetzt eher so, als sei sie halt einfach irgendwann gestorben. Aber kann natürlich sein, dass er dann trotzdem den Körper genommen hat und den zu seinen Mahlutensilien verbaut hat. Mhm. Oh, hast du gesehen? Nee. Da drüben stand sie, als sie eben gerade geblitzt hat, da stand, oder zumindest irgendjemand stand da auf der anderen Seite von dem Gang. Oh, Scheiße. Immer die Glühbirne mit. Broke all of them. Oh well, cold, merciless light is still light. What the fuck? Oh, wie man sich vor dem eigenen Schatten auch noch erschrickt, ey. Ich weiß nicht, ob man im Originalspiel einen Körper hat und dementsprechend einen Schatten bei solchen Blitzen oder so. Oh, Alter, wie sieht denn das hier aus? Boah. Krass. Was? They are in the walls. Das werden wahrscheinlich die Ratten sein. Ich habe immer noch nicht Plague Tale Requiem gespielt. Das ist schon was. Are you cool. Insane with those candles? You will burn. Also mir hat's wirklich sehr gut gefallen. We have das beste Spiel aller Zeiten. Aber war ja vorhin auch nicht unbedingt und das ist ja irgendwie. Boah, da kommt's ja. Es geht ja eher ums Erlebnis. So, jetzt brutzeln wir die weg. Komm her. Oh. Zieht sich wieder, baut sich wieder zusammen. We've lived without electricity for thousands of years. Scheiße, das wird nicht so. Geht schon. Geh links. Nee, geht ja gar nicht links. Ja. Nee, weiter.
du wieder bis zur Tür findest, können wir es auch durch Trial and Error machen. Ja, wenn ich wieder bis zur Tür finde. Da. Ja, was? 6-1. Hinter dir. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ah, wieso geht die Tür nicht auf? Jetzt. Boah, Scheiße! War das gerade ein Fehler, dass die Tür wieder zugesprungen ist? Without it, I'm broken. I have to finish it. All right, let's try this again. Finally managed to play a little. If banging on the keys awkwardly counts as playing, I won't lie. It drives me insane not to have full control of my fingers. In any case, I was promptly berated by my loving husband, who said I should be resting. I know he means well. But how will I ever get better if I don't work at it? The worst thing is, I could swear I smelled liquor on his breath. Oh, God, please. Not this again. Wer schreibt denn den Brief an sich selbst? So dann mit aus, also mit Großbuchstaben plötzlich, um was zu betonen. Tja. Hier waren wir auch schon mal. Hier stand aber kein Klavier, als wir hier waren. Oh. Wow. Oh, ich kann hier nirgendwo hin. Soll das jetzt Zeichen zeigen, dass sie nicht das ganze gute Spiel mehr kann? Also, dass sie sich verspielt? Das spielt immer noch ganz gut. Ja, Aber ich kann... Hinter dir vielleicht wieder? Ach, guck mal, hier steht was. So ein... I needed a jar and a plastic tubing. Ach so, jetzt zeigt er noch irgendwie Blut ab. I knew how it was done. Ja. Mhm. Yeah. Das ist das Item von dem Kapitel. Das ist schon wie eine extra lange Folge. Dann gehen wir noch schnell in den Raum. Die fügen sich ganz gut so. Ein Kapitel pro Folge, es fügt sich ganz gut zusammen. Ah, guck mal, es ist der. Dann passt es genau. Jetzt sind wir wieder. Im, warte mal, müsste nicht hier? Genau. Ja. Aber hier ist jetzt kein Dings an der Wand. Das ist keine Farbe an der Wand. Tja, vielleicht hat es ja jemand geputzt. Und ich habe auch nicht alle, ich habe schon wieder nicht alle Bilder gefunden. Scheiße. Aber was übersehe ich denn da immer? Komisch. Sah das Bild so aus, als wir das zurückgelassen haben? Oh, jetzt kommt die Autorin wieder. Ach, guck mal an. Okay. So wird das reingefügt. Ja, aber du musst doch hier eine gute Gelegenheit, um eine Pause zu machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.